Ja, okay. Boah, viel besser. Hallo, meine lieben Freunde da draußen an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zur zweiten Mal zur Silvester-Episode von Ingressive. Heute wieder was ganz Besonderes, und zwar SCP-2000 für euch. Und mir bleibt eigentlich nichts weiteres zu sagen, außer frohes Neues. Bis dahin, macht's gut. Tschaußen. Freigabe erforderlich. Die Datei, auf die Sie zugreifen möchten, ist nur für Personal mit einer Freigabe der Stufe 4/2000 verfügbar. Diese Freigabe ist nicht Teil des allgemeinen Level 4 Sicherheitsprotokolls. Der Versuch eines Zugriffs auf diese Datei über diesen Punkt hinaus ohne die erforderliche Freigabe stellt einen Grund für die Terminierung des Arbeitsverhältnisses mit der Foundation und die Streichung aller Ausbildungs-, medizinischen, Pensions- und postmortalen Leistungen dar. Durch die Einreichung Ihres Berechtigungsnachweises stimmen Sie hiermit zu, dass Sie sich einem bekannten, kognitogefährlichen Bild aussetzen und bestätigen, dass Sie gegen dieses Bild inokuliert wurden. Im Falle eines unautorisierten Zugriffs wird diese Konsole funktionsunfähig gemacht. Das Sicherheitspersonal wird Sie wiederbeleben und zur Befragung in einer Arrestzelle begleiten. Der Versuch, von einem nicht mit dem Foundation Intranet verbundenen Computer aus auf diese Datei zuzugreifen, führt unabhängig von der Freigabe zur sofortigen Terminierung. Sicherheitskognitogefährlicher Kampfstoff aktiviert. Scannen nach neuronaler Aktivität. Bewusstsein vorgefunden. Öffne Datei. Du verstehst es einfach nicht. Und ich glaube, das wirst du auch nie. Artikelnummer SCP-2000. Objektklasse Taumil. Sonderverwahrungsverfahren. Der Eingang zu SCP-2000 ist als eine stillgelegte Park-Ranger-Station im Yellowstone-Nationalpark getarnt. Trotz mehrerer ziviler Einbruchsversuche gelang es noch niemandem in der Geschichte der Anlage, den Eingang zu überwinden. Es wurde daher keine weitere physische Eindämmung für notwendig erachtet. Für SCP-2000 ist das Protokoll Plainsight 201 in Kraft. Notwendige Vorräte und Ersatzpersonal können je nach Bedarf mit nicht gekennzeichneten Straßenfahrzeugen oder zivilen Hubschraubern geliefert werden. Keine Mitarbeiter mit einer Freigabe unterhalb von Level 4/2000 ist der Zugang zu den Unterlagen von SCP-2000 oder zu den Protokollen im Zusammenhang mit einer Eindämmung und Instandhaltung von SCP-2000 gestattet. Keine Mitarbeiter mit einer Freigabe unterhalb von Level 5/2000 ist der Zugang zu SCP-2000 unterhalb von Unterebene 3 gestattet. Das gesamte SCP-2000 zugewiesene Personal muss sich monatlich einem neuronalen Archetypen-Scan unterziehen. Das vor Ort stationierte Personal muss sich wöchentlichen Scans unterziehen, die lokal gespeichert werden. Personal mit Freigabe 4/2000 oder höher, das vor Ort stationiert ist, darf den Yellowstone-Nationalpark während der Dauer seines Einsatzes nicht verlassen. Im Falle einer Versetzung, entweder durch Antrag oder durch Neuzuweisung, muss ein A-Klasse-Amnesthetikum verabreicht und falsche Erinnerungen implantiert werden, die mit der Zuweisung zu anderen Hochsicherheitsanlagen oder SCP-Objekten der Keter-Klasse korrespondieren. Zusätzliches Personal kann SCP-2000 zugewiesen werden und eine vorübergehende Freigabe der Stufe 4/2000 erhalten, wenn der HMCL-Supervisor des Objekts, derzeit Dr. Charles Gears, und der O5-Führungsstab dies für angebracht halten. Die Außenfläche von SCP-2000 ist von Scranton Realitätsankern, SRA, umgeben, die einen Abstand von 20 Metern zueinander stehen und hexagonal angeordnet sind, um ein Eindringen feindlicher anormaler Störungen zu verhindern. Die SRA müssen halbjährlich überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Techniker, die SRA-Komponenten warten, müssen Dokument SRA-033 Revision 1.0.7 konsultieren. 5 Xiang Anastasakos Konstante Temporale Senken, XAKTS,
die in der Lage sind, einen stabilen Tachyonfluss über die gesamte Fläche der Anlage aufrechtzuerhalten, maximale Ausgangsleistung bei jeweils 100 Watt, wurden installiert und müssen monatlich gewartet werden. Techniker, die XAKTS-Komponenten warten, müssen Dokument XAKTS 864 Revision 1.3.0 konsultieren. Eine Pseudo-Riemannsche Mannigfaltigkeit wurde am Eingang zur Unterebene 4 initiiert und muss jederzeit geöffnet bleiben. Im Falle eines Ausfalls der Mannigfaltigkeit ist Prozedur Dead Euclid 101 sofort auszuführen. Andere nicht anormale Lebenserhaltungs- und Versorgungssysteme können in Übereinstimmung mit dem Standard Foundation Wartungsprotokoll Abschnitt 101.5 missionskritische Komponenten gewartet werden. Wo immer möglich sind für die Wartung und Instandsetzung von SCP-2000 nicht anormale Materialien und Ressourcen zu verwenden. Im Falle eines K-Klasse-Szenarios, das die Existenz oder die Funktion von SCP-2000 nicht beeinträchtigt, ist so schnell wie möglich die Prozedur CYA-009 zu initiieren. Die verbleibenden Foundation-Anlagen sollen das Szenario global überwachen und unter dem Ganymed-Protokoll alle materiellen Ressourcen sichern, solange bis alle verbleibenden Standorte ein All-Clear auf SCP-2000s Abfragen geben, wie in Dokument 2000-XKAC-1.9 definiert. Nach dem Erhalt des All-Clear-Codes ist Prozedur Lazarus-01 zu starten. Hinweis des Administrators: Ich möchte, dass dies dauerhaft vermerkt wird, und es ist mir zu Recht egal, ob Sie denken, dass es eine Beleidigung Ihrer Intelligenz ist. Einige Dinge sind einfach so wichtig, dass man sie wiederholen muss. Dieses Gerät ist kein Freifahrtschein, um nachlässig zu werden oder größere Risiken mit SCP-Objekten einzugehen oder Querversuche mit ihnen anzustellen oder was auch immer sie im Sinn haben mögen. Die primäre Verwahrung ist immer noch unsere beste Überlebenschance. Sonst gäbe es keinen Grund, die Vertuschung von 2000 so umfangreich zu gestalten. Wir können Gott nur so lange täuschen, bis das Universum irgendwann einfach Nein sagt. Und wenn man bedenkt, womit wir in den letzten Jahrzehnten zu tun hatten, haben wir diesen Punkt vielleicht schon überschritten. Ehemaliger Administrator Dr. William Fritz. Beschreibung: Bei SCP-2000 handelt es sich um eine unterirdische Foundation-Anlage, die ursprünglich irgendwann in den letzten Jahren zum Zweck der Zivilisationsrekonstruktion errichtet wurde, falls ein K-Klasse-Weltuntergangsszenario nicht rechtzeitig abgewendet werden konnte, um so das Aussterben oder die beinahe Ausrottung der Menschheit zu verhindern. Seit seinem Bau wurde SCP-2000 mindestens zweimal aktiviert. Foundation-Unterlagen über die Konstruktion und die Geschichte von SCP-2000 vor dieser vermuteten ersten Verwendung sind verloren gegangen. Ob dieser Informationsverlust die Folge eines Unfalls oder Teil der Konstruktion war, lässt sich nicht mehr feststellen. Der einsatzkritische Teil der Anlage beginnt 75 Meter unter der Erdoberfläche und erstreckt sich bis zu einer Tiefe von 100 Metern. Obwohl der technische Umfang, der nötig wäre, SCP-2000 in seiner Gesamtheit zu rekonstruieren, die Wahrung der Geheimhaltung unmöglich machen würde, ist es gelungen, Untersysteme von SCP-2000 im Labor nachzubauen. Die Anlage und alle Verfahren zu ihrer Instandhaltung sind banaler Natur. Siehe Dokument 2000-SS-EX für Informationen über esoterische Basistechnologien, die für die Funktion von SCP-2000 erforderlich sind. Die primäre Energiequelle der Anlage ist ein Flüssigfluorid-Thorium-Reaktor, FFTR, mit einer Gesamtleistung von 1 Gigawatt und einer Reaktorlebensdauer von 70 Jahren bei maximaler Kapazität. Außerdem wurde ein geothermischer Generator installiert, um die vulkanische Aktivität der Region zu nutzen. Dieser Generator ist in der Lage, die Anlage im Standby-Modus unbegrenzt zu betreiben. SCP-2000 beinhaltet auch Wasseraufbereitungsanlagen, Luftreinigungs- und Recyclingssysteme, hydroponische Produktionsflügel und die für die dauerhafte Versorgung von bis zu 10.000 Mitarbeitern erforderlichen Unterkünfte. Zur Erfüllung der primären Aufgabe besitzt SCP-2000 500.000 Bright Zation Hominiden Replikatoren, BZHR. Bei maximaler Kapazität und mit einer Aufwärmphase von 5 Tagen ist SCP-2000 in der Lage, 100.000 lebensfähige, nicht anormale Menschen pro Tag zu produzieren. Unter Verwendung einer unterirdischen Riemannschen Transitleitung, um Rohmaterial von verschiedenen heißen Quellen und unterirdischen Magmaströmen in der Gegend zu sammeln, und einer Computerdatenbank, die Daten aller bekannten menschlichen Allele enthält, ist dieses System in der Lage, jedes verlorene menschliche Genom neu zu erschaffen oder so viele neue und einzigartige Genome zu erzeugen, wie zur Wiederbevölkerung der menschlichen Zivilisation notwendig sind. Anmerkung: Die Nutzung des BZHR-Systems ist derzeit außerhalb von Wartungstests und Notfallsituationen ausgesetzt. CYA-009 kann weiterhin initiiert werden.
Ein möglicher feindlicher Einbruch wird noch untersucht und diese Datenbank erweist sich als besonders schwierig zu debuggen. Wir sehen immer noch eine Verteilung von angeborenen und genetischen Defekten, die weit über den Ausgangswerten liegt. Im Moment kann ich nur etwa 60-75% Lebensfähigkeit bei neuen Exemplaren garantieren. Siehe Anhang 2000-1. Dr. Med, Christopher Zation, Biotechnologische Forschung und Entwicklung. Du kannst sie nicht so. Menschen, die durch dieses Verfahren produziert werden, können in jedes gewünschte Alter gebracht werden, ohne die 5-tägige Inkubationszeit zu verlängern. Neben der Fähigkeit, neue Menschen zu konstruieren, verfügt das BZHR auch über die Möglichkeit, durch Verabreichung von G-Klasse Halluzinogenika und Entwicklungshypnotherapie Erinnerungen zu implantieren. Lebensgeschichten, neuronale Archetypen-Scans und Genome vieler Mitarbeiter der Foundation, einschließlich aller Mitarbeiter mit einer Freigabe der Stufe 4/2000 und höher, werden gespeichert, um sicherzustellen, dass SCP-2000 aktiviert und die Prozedur Lazarus 01 auch von nur einem überlebenden Menschen eingeleitet werden kann. Nach der Implementierung des Ganymed-Protokolls, das ein Versagen der Foundation anzeigt, ein K-Klasse-Szenario zu verhindern, werden die Sicherheitssysteme von SCP-2000 freigeschaltet, sodass jeder Mitarbeiter der Foundation die Prozedur CYA-009 einleiten kann. Sollte SCP-2000 für 20 Jahre inaktiv bleiben, werden die Sicherheitsvorkehrungen weiter gelockert, sodass jeder nicht anormale Mensch Zugang zur Einrichtung erhält und das Verfahren einleiten kann. Nach der Aktivierung wird das interne Überwachungssystem von SCP-2000 versuchen, alle Mitarbeiter mit Freigabestufe 4/2000 zu lokalisieren und ihren Zustand zu beurteilen. Nicht gefundenes kritisches Personal wird mit Hilfe des neuesten neuronalen Archetypen-Scans in der Datei repliziert und vor der Initialisierung anderer Systeme aufgeweckt. Nachdem diese Mitarbeiter wiederbelebt wurden, kehren die Sicherheitsvorkehrungen wieder auf das normale Level zurück. Für eine vollständige Liste der verfügbaren Notfalloptionen kann das Personal mit Freigabe 5/2000 auf das Dokument 2000-CYA-09 zugreifen. Beachten Sie, dass auf dem Empfang des All-Clear-Codes gemäß der Definition im Dokument 2000-XKAC-1.9 nur dann verzichtet werden kann, wenn alle anderen Einrichtungen der Foundation außer Betrieb gesetzt wurden. Andernfalls werden Sicherheits- und MEK-Personal, die gemäß Verfahren CYA-009 wiederbelebt wurden, an alle übrigen Einrichtungen der Foundation geschickt, um ihren Zustand und die Integrität der lokalen Gegebenheiten zu bestätigen. Die Prozedur Lazarus-01 beginnt, wenn ein autorisierter Level 5/2000 Foundation-Mitarbeiter das gewünschte Wiederaufnahmedatum in die SCP-2000-Steuereinheit des BZHR eingibt. Die verfügbaren Einheiten beginnen dann mit der Produktion von prominenten politischen und kulturellen Führern der Zeitperiode unter der Verwendung von Beschreibungen und genetischen Informationen in der Datei sowie der Replikation einer globalen Bevölkerung, die mit der gewählten Zeitperiode übereinstimmt. Der größte Teil der Fläche von SCP-2000 ist für die Lagerung von Baumaterialien, Baumaschinen, Fabrikmaschinen, landwirtschaftlichen Geräten und Computerdatenbanken vorgesehen. Zusätzlich zur Infrastruktur wird eine breite kulturelle Basis mit Kopien von Tausenden von berühmten Kunstwerken, Musik und Literatur sowie ein vollständiges Backup des World Wide Web vor Ort aufbewahrt, für den Fall, dass andere Archive zerstört wurden. HMCL Hinweis: Ich habe diese Notiz in den Aufzeichnungen der vorherigen Iteration von Lazarus 01 gefunden. Wenn wir das jemals wieder tun müssen, setzen Sie den Wiederanfang nicht früher als 20 Jahre vor dem Ereignis an. Wir können so nicht nur auf viele der unzerstörten Strukturen zurückgreifen, sondern auch die Kontinuität wesentlich erleichtern. Redigiert! Jahre sind zu viel. Wir belasten das Personal so schon genug, auch ohne den Wiederaufbau nach chronologischen Vorgaben durchzuführen, nur um Zeit bei der Bevölkerung und den landwirtschaftlichen Anforderungen zu sparen. Außerdem, wie viel des 20. und 20. Jahrhunderts wollen wir wirklich neu schreiben und wie oft? Ist es nicht schon schwer genug, den Überblick über einen großen Krieg zu behalten? Als derzeitiger HMCR-Supervisor von SCP-2000 werde ich mich an diese Bitte halten. Ich arbeite zurzeit an der offiziellen Aktualisierung der Dokumentation, um dieser Änderung Rechnung zu tragen. Zwei Weltkriege sind genug. Einen dritten dürfen wir nicht riskieren. Dr. Charles Gears, HMCL Supervisor. Du hast bereits versagt. Die ersten Ersatzmenschen, die außerhalb des Geländes untergebracht werden, müssen unbedingt über die Existenz und Funktion von SCP-2000 informiert werden, nachdem sie erstellt wurden.
Diese Strategie ermöglicht es neugeborenen Menschen, direkt beim Wiederaufbau und bei der Wiederbesiedlung zu helfen, und die für den Wiederaufbau geeigneten Fähigkeiten wurden für eine erhöhte Prävalenz bei den ersten 5 Millionen produzierten Individuen vorselektiert. Da die Weltbevölkerung wächst, wird sich der Prozess der Diaspora und des Wiederaufbaus geometrisch beschleunigen, sodass sich die wirtschaftliche und landwirtschaftliche Infrastruktur so schnell wie möglich erholen kann. Es ist zwar möglich, dass einige Ersatzmenschen die anfängliche Wiederaufbauphase nicht überleben werden, aber diese Individuen können unbegrenzte Male neu geschaffen werden, bis alle wichtigen Bevölkerungszentren und Foundation-Einrichtungen fertiggestellt sind. Die Arbeit der Foundation wird sich zu dieser Zeit auf die Fälschung dendrochronologischer, astronomischer und radiometrischer Datierungen konzentrieren, die notwendig sind, um den Anschein historischer Kontinuität zu wahren. Siehe Dokument 2000-Redcon Version 2.3.3 für Details. Für den Fall, dass auch wesentliche Teile des natürlichen Habitats vor Abschluss des Projekts zerstört werden, siehe Dokument 2000-OneTier Version 3.0 für genehmigte Methoden zum schnellen Nachwachsen. Es wird geschätzt, dass die Weltbevölkerung die Produktionsfähigkeit, die landwirtschaftliche Produktion und die Kultur 25 bis 50 Jahre nach der Aktivierung der Prozedur auf das Niveau von 2000 nach Christus zurückgesetzt werden kann. Am Ende der Prozedur Lazarus-01 wird das Amnestheticum Enui 5 en masse freigesetzt, wodurch alle rekonstruierten Menschen ihre Zugehörigkeit zur Foundation vergessen werden. Die Geschichte wird dann ab dem gewählten Datum wieder aufgenommen. Jedes Verfahren wird aufgrund der enormen Komplexität der menschlichen sozialen Interaktion zwangsläufig den Verlauf der menschlichen Geschichte verändern. Weitere Forschungen zur prädiktiven Geschichtsmodellierung, die auf Beobachtungen aus früheren Abschlüssen des Verfahrens Lazarus-01 basieren, sind im Gange. HMCL Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt werden keine weiteren Vorschläge für Verhaltens- oder Kulturmodifikationen akzeptiert. Frühere Versuche, gewalttätige und soziopathische Tendenzen in der gesamten Menschheit zu lindern, wurden bereits umgesetzt und als erfolgreich bewertet. Experimente mit Subjekten der zweiten Iteration zeigen, dass weitere Modifikationen dazu führen würden, dass der technische und soziale Fortschritt spürbar behindert würde. Weitere Informationen finden Sie im Versuchsprotokoll. Dr. Giles Gears, HMCL Supervisor. Dokument 2000-SS-EX. Die folgenden Informationen legen die grundlegenden Betriebsparameter der speziell für das SCP-2000-Projekt entwickelten Technologien fest. Obwohl diese Technologien anormal erscheinen mögen, basieren sie vollständig auf überprüfbaren wissenschaftlichen Prinzipien, die derzeit von der Foundation zur Eindämmung eingesetzt werden. Die Erfindung des Granton Realitätsankers, SRA, scheint der ersten Aktivierung von SCP-2000 vorauszugehen und wird Dr. Robert Scranton im Jahre 1889 zugeschrieben. Der Hauptkörper und ein Großteil der Schaltkreise des SRA bestehen aus einer korrosionsbeständigen Beryllium-Bronze-Legierung. Inspiriert durch geborgene Artefakte, Daten gelöscht, die das Auftreten von virtuellen Teilchen-Antiteilchen-Paaren effektiv eliminieren, die für die Manifestation von realitätsverändernden Phänomenen des Typ Grüns erforderlich sind. Aufgrund der Kosten für die Herstellung der Beryllium-Bronze-Legierung, die für die Konstruktion der SRA erforderlich ist, wurde der Foundation-weite Einsatz des Gerätes auf Einheiten beschränkt, die eine Wirkungsfläche von weniger als 2 Kubikmetern haben. Siehe Verwendung von Mini-SRA-Scranton-Boxen zur Gewährleistung der Sicherheit kritischer Dokumente. L. Piemont et al. Foundation, Band 106.8, Seite 10-14, 1988. Stopp. Anmerkung: Der Mechanismus, wie der SRA funktioniert, und der Ursprung seiner Konzipierung müssen aus Gründen, die, wie ich hoffe, offensichtlich sind, vor allem möglichen realitätsmanipulierenden Entitäten geheim gehalten werden. Nur qualifizierte Level 6/2000 Wartungstechniker besitzen eine Zugriffsfreigabe für diese Dokumentation. Wenn ein Mitarbeiter bei SCP-2000 Ihnen mitteilt, dass er ein Level 6/2000 Wartungstechniker ist, melden Sie ihn bitte dem O5 Führungsstab, damit er sofort neu zugewiesen und eine Anästhetika-Behandlung unterzogen werden kann. Dies ist keine Strafe, sondern eine berechtigte Sicherheitsvorkehrung. Sollten diese Geräte jemals kompromittiert werden, so wäre es auch unser Rettungsboot. Dr. Lowell Henry Piermore, esoterische Verwahrung. Bei der Xiang Anastasokas konstante temporale Senke, XAKTS, handelt es sich um ein Gerät zur Stabilisierung des Kausalitätsflusses in einem bestimmten Wirkungsfeld.
XAKTS verwendet elektromagnetische Hochleistungsstrahlung im Funkwellenbereich, die mit einem Tachyonenfeldstrahler gekoppelt sind, um einen durchlässigen Ereignishorizont zu schaffen, der es organischen und elektrischen Systemen erlaubt, unbeeinflusst zu passieren und gleichzeitig eine statische kausale Umgebung aufrechtzuerhalten. Siehe relativistische Bewegung in Superfluiden zur Verwendung in der Tachyonenemission und Speicherung. T. Xiang, A. Anastasokas, Foundation, Band 10.4, Seite 141 bis 143, 1892. Mit anderen Worten, zeitliche Anomalien, die normalerweise den Aufbau von SCP-2000 verhindern könnten, haben keine Auswirkungen, solange mindestens ein XAKTS im Betrieb bleibt. Es ist nicht geplant, den foundationweiten Einsatz von XAKTS-Geräten zu implementieren. Anmerkung: Temporale Senken können für viele Dinge nützlich sein. Ein gutes Beispiel sind SCP-Objekte, bei denen es nötig ist, dass eine Sekunde 300.000 Jahre dauert. Einen Bezugspunkt während zeitlicher Reparaturmissionen konstant zu halten, damit man seinen Fortschritt sinnvoll erfassen und schwerwiegende Fehler rückgängig machen kann, ist ein weiteres Beispiel. Aber natürliche Kausalzusammenhänge sind in einer Weise flexibel, mit der der menschliche Verstand nicht sinnvoll umgehen kann, und die Schaffung von mehr als einer kleinen Handvoll isolierter statischer Kausalitäten wird die zeitliche Integrität mehr schädigen als sichern. XAKTS sollte nicht foundationweit implementiert werden. Ja, wir haben es während einer vergangenen Iteration versucht und nein, weitere Anfragen zu den Ergebnissen dieses Versuchs werden nicht akzeptiert. Dr. Thaddeus Xiang, temporale Anomalien. Stopp! Durch die Verwendung einer Pseudo-Riemannschen Mannigfaltigkeit kann der Grundriss von SCP-2000 negative Werte annehmen, wodurch eine Bodenfläche von insgesamt 10 Quadratkilometern zur Verfügung steht. Die Originaldokumentation über die Konstruktion dieses Systems vor früheren Aktivierungen von SCP-2000 ist verloren gegangen. Während dieses Phänomen traditionell auf räumliche Anomalien hinweisen würde, ist es die Meinung der Doktoren Robert Boyd und Tristan Bailey, dass der Mannigfaltigkeitseingang mit einer fortgeschrittenen Umsetzung der modernen Physik übereinstimmt. Siehe Transitportaldynamik, Dehnung der Brain, T. Bailey et al. Foundation, Band 115.2, Seite 23 bis 37, 1997. Dieser negative Raum wird durch eine nicht gravitationelle Singularität aufrechterhalten, die durch eine fokussierte Emission über den gewünschten Eingang der Mannigfaltigkeit erzeugt wird. Im Falle des Versagens der Singularität bleibt die Anlage in der Isolation intakt und erleidet keinen strukturellen Kollaps. Es wird geschätzt, dass die Wiederherstellung der Mannigfaltigkeit weniger als 10 Stunden dauert, wenn das Protokoll Dead Euclid 101 unmittelbar nach dem Versagen in Kraft tritt. Der isolierte Teil von SCP-2000 bleibt bis zu 36 Stunden nach dem Ausfall der Mannigfaltigkeit betriebsfähig und bewohnbar und kann auf unbestimmte Zeit wiederhergestellt werden. Anhang 2000-1. Während des Ausbruchs von SCP-2 kam es bei SCP-2000 zu einem Ausfall mehrerer SAA- und XAKTS-Komponenten, der mit der Aktivierung der BZHR-Einheiten vor Ort zusammenfiel. Nach diesem Vorfall produzierten die BZHR-Einheiten 25 Tage lang über 10 Millionen humanoide Entitäten, deren interne Biologie nicht mit der des modernen Menschen übereinstimmt. Die Unterschiede umfassten eine zusätzliche Herzkammer, perfekte Polydaktylie der Hände und Füße, erhöhtes endokraniales Volumen und Höhe, sowie das Vorhandensein eines Bauchorgans mit unbekanntem Zweck, das Radiofrequenzen im Bereich von 2,4 bis 3,6 GHz ausstrahlen und empfangen kann. Diese Humanoiden wurden während der Replikation weder mit G-Klasse-Halluzinogenika dosiert, noch einer Entwicklungshypnosetherapie unterzogen. Alle blieben bis zum Ablauf von 5 Wochen bewusstlos. Die Klassifizierung dieser Entitäten als SCP-2000-1 wird derzeit geprüft. Ob dieses Ereignis die direkte Folge einer transtemporalen Interaktion zwischen SCP und SCP-2000, Sabotage, Informationsleck oder einer nicht anormalen Fehlfunktion des Gerätes ist, ist noch nicht bekannt. Diagnostische Kontrollen und strukturelle Reparaturen verliefen planmäßig und mit einem akzeptablen Risiko. Es wird erwartet, dass SCP-2000 ab Januar 2020 wieder normal funktioniert. Anhang 2000-2. Bei der Reparatur von SAA-Einheiten im Sektor 3382A-2 berichtete Techniker Daten gelöscht über die Entdeckung von menschlichen Überresten in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Die Analyse von Kleidungsfragmenten, die mit den Überresten entdeckt wurden, zeigt, dass die Überreste 450 bis 700 Jahre alt waren. In der Nähe wurden gültige Sicherheitsausweise der Foundation für Dr. Alto Cleff entdeckt. Obwohl
keine genetische Übereinstimmung festgestellt werden konnte. Die folgende Notiz wurde aus einer hermetisch verschlossenen Plastikhülle für Dokumente geborgen. Warum haben wir dieses Ding gebaut? Wann haben wir es gebaut? Wie lange machen wir das schon? Wissen wir das überhaupt? Ein anschließendes Verhör hat ergeben, dass Dr. Cleff von diesem Ereignis nichts weiß und den Zweck der Nachricht nicht kennt. Du bist nicht normal. Das ist normal.